Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es darum, wie man Halsschmerzen bei Kindern homöopathisch behandeln kann. Bei einer Erkältung kann es im Hals kratzen, stechen oder brennen. Das ist natürlich besonders beim Essen oder beim Trinken unangenehm und stört die Kinder sehr. Homöopathische Mittel können Halsschmerzen sanft und natürlich lindern. Die Homöopathie ist eine ganzheitliche und eine individuelle Therapie und sie hat vor allen Dingen keine Nebenwirkungen, wenn sie richtig angewendet wird. In der Homöopathie gibt es nicht nur ein Mittel gegen Halsschmerzen, sondern mehrere. Das ist das Individuelle an der Homöopathie. Es wird immer das Mittel gegeben, welches dem Beschwerdebild des kranken Kindes am ehesten entspricht. Ich stelle jetzt einige verschiedene homöopathische Mittel vor, die bei Halsschmerzen angezeigt sein können, die bei Kindern helfen können. Natürlich nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen können diese homöopathischen Mittel helfen. Das erste Mittel, was ich vorstellen möchte, ist Aconitum. Aconitum ist dann hilfreich, wenn die Auslöser der Halsschmerzen oder der Auslöser der Halsschmerzen trockenes und kaltes Wetter ist. Die Halsschmerzen kommen ganz plötzlich, wirklich von einer halben Stunde auf die nächste. Der Hals ist innen rot entzündet, das kann man mit bloßem Auge sehen. Die Kinder, wenn sie schon sprechen können, sagen, der Hals fühlt sich trocken an, es prickelt, kitzelt, brennt oder fühlt sich wie zusammengeschnürt an. Wenn Aconitum das richtige Mittel ist, dann fällt auf, dass das Kind großen Durst auf kaltes Wasser hat und auch große Mengen kaltes Wasser trinken möchte. Aconitum ist bei Halsschmerzen angezeigt, wenn begleitend Fieber auftritt, welches durchaus sehr hoch werden kann und auch sehr plötzlich kommt. Aconitum ist angezeigt, wenn die Haut trocken und heiß ist und wenn das Kind unruhig und ängstlich ist. Das homöopathische Mittel Apis ist angezeigt bei stechenden und brennenden Schmerzen. Apis ist angezeigt, wenn der Hals innen und außen geschwollen ist, wenn das Kind keine Wärme verträgt und auch keine Berührung am Hals verträgt. Ein Hinweiszeichen für Apis ist es, wenn die Halsschmerzen nach dem Schlafen schlimmer sind und wenn die Halsschmerzen besser werden, nachdem das Kind gehustet hat. Typisches Hinweiszeichen für Apis ist ein Verlangen nach kühler, frischer Luft. Wenn das Kind kalte Getränke zwar mag, weil es die Halsschmerzen lindert, wenn es aber eigentlich kaum Durst hat. Apis passt gut, wenn Kinder apathisch und abwesend sind. Arsenicum album. Das Mittel ist angezeigt bei brennenden Halsschmerzen. Die Schmerzen werden besser durch warmes Essen und durch warme Getränke und schlimmer durch kalte Speisen und Getränke. Arsenicum album ist angezeigt, wenn die Schmerzen auf der rechten Seite stärker sind und wenn das Kind großen Durst auf Wasser hat, aber dann immer nur ganz kleine Schlucke trinkt. Arsenicum album passt gut, wenn Kinder unruhig und ängstlich sind, während sie Halsschmerzen haben. Belladonna. Belladonna ist angezeigt bei Halsschmerzen, wenn sich der Hals plötzlich heiß und trocken anfühlt. Die Augen und das Gesicht sind rot, der Kopf ist heiß und die Hände und die Füße sind eiskalt. Das Kind hat ständig das Bedürfnis zu schlucken. Der Hals fühlt sich irgendwie wie zusammengeschnürt an, sagen die Kinder, wenn sie schon sprechen können. Dieses Gefühl des Zusammengeschnürtseins verstärkt sich beim Essen und beim Trinken. Heparsulfuris ist angezeigt bei Halsschmerzen, wenn die Kinder das Gefühl haben, einen Fremdkörper im Hals zu haben. Die sagen dann so, das fühlt sich an, als hätte ich einen Splitter oder ein Kloß im Hals. Ne? Die Schmerzen sind stechend und die können bis zu den Ohren ausstrahlen. Das Kind verträgt keine Berührung am Hals. Es möchte aber warm eingepackt sein, weil es schnell friert.
Also wenn schon eine Hand im Bett nicht zugedeckt ist, dann beginnt es sogar bei warmem Wetter zu frösteln. Und Kinder, die Heparsulfuris benötigen, die wollen ganz warm eingepackt sein. Die wollen, egal wie das Wetter ist und wie warm es im Zimmer ist, einen dicken Schal haben, eine dicke Mütze aufhaben, warme Socken und mit der Decke komplett zugedeckt sein. Kinder, die Heparsulfuris benötigen, sind sehr empfindlich gegen kalte Luft und gegen Zugluft. Die merken sofort, wenn man im Nebenzimmer eine Tür öffnet und schreien dann, es zieht, mach zu. Heparsulfuris passt auch gut, wenn Kinder bei den Halsschmerzen schnell verärgert und beleidigt sind. Ignatia. Ignatia erkennt man relativ gut daran, dass die Halsschmerzen besser werden, wenn man isst oder trinkt. Also die Halsschmerzen werden durch Schlucken von Speisen und Getränken besser. Aber beim Leerschlucken, also ohne, dass man etwas trinkt oder isst, dann werden die Halsschmerzen schlimmer. Ignatia passt gut zu Kindern, die dazu neigen, tief einzuatmen. So. Also man beschreibt das oft als Seufzen. Auslöser der Halsschmerzen sind oft Kummer oder unterdrückte Gefühle. Ignatia ist einfach das Kummermittel in der Homöopathie. Lachesis. Lachesis ist dann angezeigt bei Halsschmerzen, wenn das Kind keine warmen Getränke erträgt und wenn um den Hals herum nichts einengen darf, wenn die Beschwerden auf der linken Seite stärker sind oder auch wenn sie während der Erkrankung von links nach rechts wandern. Lachesis ist auch angezeigt, wenn sich der Hals wie zusammengeschnürt anfühlt oder wenn ein Stückchen Brot im Hals stecken würde. Und deshalb hat das Kind auch das Verlangen, ständig zu schlucken. Lachesis ist angezeigt, wenn Halsschmerzen besonders schlimm nach dem Schlafen sind. Also morgens beim Aufwachen oder wenn das Kind zwischendurch ein Nickerchen gemacht hat, wenn die Halsschmerzen danach dann schlimmer sind. Für Lachesis sagt man eigentlich immer, dass Lachesis in die Verschlimmerung hineinschläft. Das heißt, alle Beschwerden sind vor dem Schlafen schon da, aber nach dem Schlafen noch mal schlimmer. Ein Kuriosum bei Lachesis ist es, dass Flüssigkeiten beim Schlucken schmerzhafter sind als festes Essen. Das würde man ja eigentlich eher andersrum erwarten. Mercurius solubilis, das Mittel ist angezeigt, wenn während der Halsschmerzen ein starker Mundgeruch auftritt und ein ständiger Drang zu schlucken da ist. Mercurius solubilis ist angezeigt, wenn die Kinder während der Nacht sehr stark schwitzen und auch nachts einen starken Speichelfluss haben. Manchmal ist das Kopfkissen morgens richtig patschnass. Mercurius solubilis ist angezeigt, wenn ein Kind wirklich bei jeder Erkältung Halsschmerzen bekommt. Die Halsschmerzen sind typischerweise während der Nacht und beim Schlucken am schlimmsten. Das Kind, das Mercurius solubilis benötigt, ist durstig und hat recht oft eine gelb belegte Zunge. Phytolacca. Das homöopathische Mittel ist angezeigt, wenn die Halsschmerzen bei einem Aufenthalt in feuchtem Wetter entstanden sind oder nachdem man durchnässt gewesen ist und dann angefangen hat zu frieren. Das Kind hat das Gefühl, es müsste ständig schlucken. Kinder, die schon sprechen können, sagen, sie haben das Gefühl, als würde im Hals ständig Schleim sich irgendwie ansammeln, der nicht weggeht. Und deswegen haben sie dauernd das Gefühl, sie müssten schlucken, um das loszuwerden. Die Schmerzen sind stechend und können vom Hals bis zu den Ohren ziehen. Der Hals fühlt sich trocken und brennend an. Kalte Getränke bessern die Halsschmerzen. Und heiße Getränke können überhaupt nicht vertragen werden. So, das sind so die wichtigsten homöopathischen Mittel, die zur Behandlung von Halsschmerzen bei Kindern in Frage kommen. Wie die Mittel dosiert werden und wie sie eingenommen werden, das habe ich in einem anderen Video erklärt. Das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken.
Und ich freue mich drauf, dich beim nächsten Video zu sehen. Alles Gute!